Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 15. Konnichiwa. Karrieremodus, ich wollte schon wieder Ultimate Teams sagen, das ist doch nicht mehr feierlich. Und ihr seht hier, ich habe die Aufstellung auf 4-3-3 geändert mit ZOM. Ich will die einfach mal ausprobieren, ich habe das Gefühl, das könnte ziemlich gut klappen. An der Abwehr ändert es ja nicht und wir haben ja einen Haufen guter, schnelle, spritzige Spieler, sage ich jetzt mal, aktiv. Und ja, dann spielen wir gleich gegen Hertha BSC, ohne lang zu schnacken, würde ich sagen. Denn es gibt im Moment nichts weiter zu sagen. Ach komm. Naja, müssen wir so spielen, ist jetzt auch egal. Weil ich will schon, dass die heimspielen. Ja, okay. Ich denke, die Aufstellung ist ganz gut. Wir haben ja, oh Gott, wenn das wirklich regnet, oh Gott. Wir haben ja, wir spielen. Ey, bin ich jetzt dumm? Wie heißt denn das? Ja, come on, lass mich jetzt einfach mal spielen. Aua. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Ich muss mir schon wieder entfleucht. War anscheinend nicht wichtig. Ey. So. Muss hier kurz mal was hinlegen, weil. Wer Ethan Carter verfolgt, weiß, dass mein Schreibtisch immer die Sonne blendet und ich. Hab grad nichts gesehen, deswegen war ich gerade leicht irritiert. Okay, jetzt passt alles. Und Anstoß ist ja schon längst. Ich hab's alles verpeilt, was ist hier los? Ich renn einfach durch, ich weiß so, ich hau voll auf die Scheiße im Moment. Hertha sollte schaffbar sein, ganz ehrlich. Komm, wir haben Wolfsburg, guck dir das Team mal an. Wenn Icardi, wenn heute nicht trifft, ne? Wenn der heute nicht trifft, ich schwöre dir, dann trifft Guilavugi. Jawohl. Und De Bruyne mit dem Volley und bricht sich die Achsen dabei. Krass. Alles klar, Hammer. Zack. Und durch. Ah, kriegen wir fast. Wir möchten mal auf Konter spielen. Machen wir auch mal. Sorry, dass ich übrigens immer diese Wiederholungen meistens, also außer beim Tor oder bei was Geiles, wegdrücke und halt auch diese Vorschau, weil ich denke mal, jeder kennt und es reicht ja, wenn man sich das einmal angesehen hat. Wenn man das einmal gesehen hat, reicht das ja. Das ist ja, ne, also bei aller Liebe, das ist ja dann echt nichts Neues. Das ist ja immer das Gleiche. Oh, haben wir. Benaglio, ich mag den so gern. Du hast bis jetzt noch keinen Fehler gemacht. So, zack. Caligiuri, den kriegt er nicht mehr. Ich bin ja der absolute Anti-Regenspieler. Also ich bin da überhaupt nicht so der Vettel, wenn ich ehrlich bin. Weil, boah, ich weiß nicht, bei Regen, ich habe immer Pech. Und da hätten wir fast das Pech in Person schon wieder getroffen. Alter. Aber gut, wir haben es noch gerettet. Gerettet. Raus. Oh Gott. Raus. Weg, jawohl. Und jetzt. Nachsetzen. Oh, fast. Okay, ich dachte jetzt, der passt. Ja, lass den nicht laufen. Lass den doch nicht laufen, ey. Jawohl. Rodriguez ist ja wieder fit. Der ist übrigens auch wieder drin. Ihr habt es ja gesehen. Ganz vergessen, den Typ. Der bringt echt viel. So, Perisic. Sieht jetzt Icardi und leider zu spät dann gepasst. Oh Gott. Perisic gefällt mir links auch deutlich besser als rechts, aber der ist ja auch hauptsächlich links aufgewachsen, sage ich jetzt mal. Okay, ich will den decken eigentlich, weil ich weiß, dass der gleich zurückspielt wahrscheinlich. Oder flankt er jetzt endlich? Was macht der da? Komm. Ja, komm, dann flankt doch wenigstens. Ah, das ist jetzt für eine Scheiße hier. Ramos! Das sieht echt so aus und hat mich gerade richtig irritiert. Also normalerweise spielt der Ramos immer, weißt du? Oh, jetzt hat's mich gerade. Alter, hat's mich jetzt gerade von meinem Stuhl runtergesammelt. Ich wollte mich abstürzen. Abstürzen bin ich jetzt. Ne, ich wollte mich abstürzen. Und um dann ein bisschen mich anders zu setzen. Und dann bin ich voll auf von der Lehne weggeschrabbelt. Aber kein Problem. Ich habe schon so einiges erlebt bei dem Let's Play. Was? Nein. Junge, nicht dein Ernst. Bitte nicht.
Nein. Ach komm, was ist das denn? Warum geht da Naldo hin, verdammt? Warum geht da Naldo hin? Der soll die Finger weglassen. Ja, Kalu, da habe ich keine Chance. Der zerreißt ihn so. Ich glaube, er schießt in die Mitte oder links, aber ich spring nach rechts. Ja, das war klar. Mit denen da unten, ob ich den gehalten hätte, naja, gut. Es ist jetzt sauschwer bei Regen. Ich krieg bei Regen immer echt nichts geschissen. Aber gut. Wir sind heute mal optimistisch außen am Zweise. Unser Kanal heißt ja eigentlich der Pessimist. So, und dann geht's mal weiter. Wir brauchen jetzt hier Druck, das kann so nicht sein. Wenn ich das schon wieder sehe, kriege ich Krampfadern. Was hat denn da Naldo zu suchen? Warum verrät mir das keiner? Warum packt er seine Griffel daran? Mann, ey. Ja, weißt du, in FIFA 15 kommst du einmal ran in der Abwehr, egal ob du selber machst oder nicht. Einmal, du willst gar nichts von dem, außer vielleicht den Trikotstoff mal kurz, ne? Berühren so, ob der gut ist, wenn man sich ein Trikot kaufen will. Fällt er hin, weißt du? Solche kleinen Winzlinge bei jedem Ding. Es kann doch nicht sein, wer programmiert sowas denn? Ich verstehe sowas nicht. Testen die das Spiel nicht? Das ist doch nicht echt, ganz ehrlich. Klar lässt man sich gerne fallen, dass man Elfmeter kriegt, aber sowas ist ja lächerlich. Überhaupt, wenn die das noch schlechter animieren, brauchen wir das auch gar nicht mehr zeigen dann. Das ist ja langsam. Über sowas kann ich mich halt stundenlang aufregen, weißt du? Weil das ist so unnötig einfach. Ja, es ist jetzt schon Halbzeit. Wenn wir gegen Hertha jetzt verlieren, ne? Wegen Elfmeter, der eigentlich keiner war, weil... War wegen Gründen. Ne? Rastig richtig. Nein. Statt er mal auf mich kommt. Nein. Okay, kein Problem. Das rocken wir noch alles. Ach, wenn nicht, dann verlieren wir halt. Come on. Hier weiter drücken habe ich keine Zeit. Jetzt habe ich keine Zeit. Weiter. Na komm. Ach, der spielt so richtig asozial. Wenn das schon wieder Spielerbalance ist hier, was ich hier sehe, ne? Da war es die letzte Karriere. Und ich fange keine mehr an. Nein. Das war jetzt der dritte und der letzte Versuch. Wenn die Karriere mir den Spielspaß versaut, ne? Dann mache ich auch nicht weiter mit Wolfsburg. Dann lasse ich das mit der Karriere. Jawohl. Ach, der passt wie eine Muschi. Das gibt's doch nicht. Weißt du, so wie so ein Kindergartenkind. Alter, das ist doch nicht wahr. Das ist wieder so ein typisches Spiel. Ich will ja echt nicht rumjammern. Aber ganz ehrlich, die sich mit FIFA auskennen. Ganz ehrlich, du weißt ganz genau, was ich meine. Sei ehrlich. Wenn du täglich ein bisschen spielst, weißt du Bescheid. So, Icardi. Du musst jetzt durch. Der muss jetzt durch. Schieß! Ja, klar, weißt du. Wieder den Held. Thomas fucking Kraft, das kann doch nicht sein. Der Held, den so dumm. Und Icardi schießt natürlich mit rechts, obwohl er Linksfuß ist. Das ist kein Grund war, mit rechts zu schießen. Aber ja, und meine Abwehr... Das ist wieder so ein Spiel. Wir werden einfach runtergedowngradet. Runtergedowngradet, alles klar. Ich will ja nicht haten, aber das kotzt schon extrem an. Also, wie gesagt, ich werde mir wahrscheinlich eh kein FIFA 16 holen sofort. Weil ganz ehrlich, das macht ja so keinen Spaß mehr. Das macht echt keinen Spaß mehr. Ja, nice. Ne? Ben Hadira, komm. Ganz ehrlich. Was ist denn mit Caligiuri? Weißt du, der kriegt nichts geschissen. Das kotzt mich so an jetzt. Mach doch mal was. Komm. Die sind so groß. Du musst den jetzt... Er trifft wieder nichts. Rodriguez, er schießt mit rechts. Was ist denn das, ey? Boah, krieg ich einen Asthmaanfall. Krieg ich echt keine Luft, wenn ich das sehe. So was Dummes einfach. Sonst schießen die immer mit einem starken Fuß. Da kommt ein schwacher Gegner. Ey, hier, komm, da kriegst du einen reingedrückt. Denke ich mir ganz ehrlich, was soll denn die Scheiße? Und dann nennen sie das Spiel FIFA, weißt du? Und für was steht FIFA? Hier, unser Name steht für Fairness und wir sind alle dumm.
Meine Güte, Alter. Könnten die mir nicht einfach sagen, ich darf das Spiel nicht mehr zeigen? Boah. Alter. Also fasst das jetzt nicht falsch auf, ne? Ihr wisst hoffentlich, wie ich meine. Also ihr seid 8 Jahre. Also es ging 8 Jahre, ich bin zufällig 8. Kalu, mach keinen Scheiß, ey. Mach echt keinen Scheiß. Gib mir den Ball, hör auf mit deinem KI-Rumgespiele. Und der Pass kommt natürlich an. Na klaro. Der Pass kommt natürlich an. Na, 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 na. Ich raste aus. Dafür kaufe ich mir morgen ein Haus. So. Er schießt wieder mit links. Nimm doch mal deinen Ausriss. Ah. Der muss jetzt sitzen, Jungs. Ja, klar. Weißt du, da drückt mich Kraft weg. Für was Manuel Neuer, wenn man Kraft haben kann? Die Kraftsau. Ja! Jawohl! Wie war das? Ich konnte mich jetzt nicht auf irgendwas konzentrieren. War das der Abwehr? Wer war das? Ich sehe es nicht. Ihr kennt es immer noch nicht. War das der Perisic? Der Typ hat mir schon so oft den Arsch gerettet. Danke, danke, danke. Der hat auch so einen guten Volley. Wenn er den nicht hätte, ne? Wäre der Ball jetzt auch flöten gewesen. Jetzt, wenn wir uns kriegen. Wäre der jetzt rein, dann wäre alles besiegelt gewesen. Aber nee, EA, das lasse ich von dir nicht verarschen. Mein Deutsch ist genauso gut wie das Spiel gerade. Und die Karte. Jawoll, ey, was geht denn ab überhaupt hier? Was ist denn hier los, Jungs? Was ist denn das, hä? Was ist los, ihr Herderer? Veteraner halt das aber. Hier, komm. Was wollt ihr mit eurem Olympiastadion, wenn ihr euch so ausspielen lasst? Da ist er doch, Icardi. Ich hab gewusst, er kann was. Und zwar Dribbling. Jawoll, was machst du jetzt, Thomas? Na komm, mach doch, was du willst. Hier, nee, come on. Ihr dürft jetzt gar kein Tor mehr machen. Weil ich spiele jetzt auch nicht dumm. Nee, nee, nee. Lass mich doch von EA nicht verarschen. Weil was wollen sie machen? Spiel kann ja jetzt nicht abbrechen, ne? Nö, das, mit der Ausrede kommen die jetzt nicht. Wir haben die 3 Punkte und der Bräune hat... Nassare. Benaglio, wie immer, wupp, wupp. Freut sich auch. Nice. Jawoll. 90 Minuten, Schüsse, 6, das ist verdient auf jeden Fall. Verdient, verdient. Mauro Icardi. Leverkusen 3:1 wieder rasiert. Wie hat Bayern gespielt? 2:0 gegen Paderborn. Na gut, das war zu erwarten. Oh Gott. Okay, wir sind genau hinter Bayern. Warum haben die schon 13 Punkte? Haben die ein Spiel mehr als wir? Ich weiß es nicht. Oh ne, wir haben ja 1 verloren. Das hat wahrscheinlich Bayern gewonnen. Okay, gegen Bremen. Diese Bremen. Das müsste eigentlich der Übersturm sein mit Schulde. Nächstes Spiel spielt auch erstmal wieder. Rina. So. Und jetzt, weil wir das Spiel gewonnen haben, spielen wir heute auch noch eins. Die letzte Folge war schon etwas kürzer, deswegen spielen wir heute noch ein Spiel einfach. Da kenne ich jetzt mal gar nichts und das machen wir einfach. So, zack. Heim, auswärts. Alter, wir haben ein geiles Auswärtstrikot, muss ich sagen. Und ab geht's. Hallo? Ja, ab geht's. Ey, die Sonne ist so warm, mein Bein verbrennt. Okay. Was will der eigentlich? Oh, wie das leckt. Marc-André Schürrle. Der lässt sich gerade voll gut spielen. Das müsste eigentlich für FIFA ausgeglichen sein. Hier nochmal Aaron Hunt in der Aufnahme. Mit der Hand von Verena. Entschuldigung. Und Wiesnow und abgeht die Post.
sehen, was die Brüsseler von Wiesenhof heute so machen. Ey, du hast das Video nicht Produktplatzierung gemacht. Und? So, pass auf. Ah, war abseits. Das pfeift er Gott sei Dank nicht. Wegen meiner Erleichterung. Wir müssen uns trotzdem ein bisschen konzentrieren und nicht wieder mit jedem Spieler vorrennen. Schön passen ein bisschen jetzt erstmal. Schüller hat den Ball. Okay, Schüller, zieh durch. Zieh vorbei. Hier nach innen. Und jetzt vielleicht mal gleich der Schuss ins kurze Eck. Nein. Ich war dann noch auf einen schönen Abpraller, weil damit hat er zum Beispiel nicht gerechnet. Aber der Schuss ging halt daneben. Das war halt nichts. Das ist kein Problem, kein Problem. Prödel. Makaidi. Kroos. Ist das Toni Kroos? Nein, ist er nicht. Stenberg, was? Sternberg. Oh Gott, ich darf mich nicht auf den Namen gucken. Bin ich dumm? Achtung. Oh Gott. Was ist heute mit mir los? Macchiari. Kinder Macaroni. Brödel. Der brödelt wieder hier hinten rum. Okay. Jawohl. Ah, starke Icardi. Nein. Von Di Santos, den ja Klopp haben wollte, denke ich. Sagte zumindest eine sehr vertraute Zeitschrift. Und da läuft Icardi, der den Ball nicht kriegt, Mann. Der muss noch ein bisschen sicherer werden, aber das wird er. Naljo, sicher. Was war das denn? Diese Passdinger immer. Ich will auf De Bruyne und er passt vor auf Icardi. Alter, die dribbeln schon wieder so ekelhaft. Ich hasse das. Du kommst da nicht dran. Ja, und er kriegt den Ball wieder. Das ist so lächerlich. Klar. Lauft euch gegenseitig zusammen. Was ist das für ein Scheißpass? Hier rüber. Und jetzt Laufschülle. Ah, klar, den kriegt er nicht, oder? Jawohl, zieh durch. Marinha. Oh. Geil gemacht, aber den haben wir nicht mehr richtig getroffen, den Ball. Oh Gott. Knoche, pass auf. Jawohl, den haben wir. Knoche ist auch ein guter Spieler. Der ist zuverlässig auf jeden Fall. Und die Icardi. Mist, es war ein nicht so geiler Pass von Schüle. Aber Icardi war da. Marinha ja auch ein richtig guter Mann. Mag ich gern. Hab ja schon mal gesagt. Benaglio, ruhig. Rüber wieder. Icardi. Icardi läuft mal vorbei. Nein. Da ist der Verteidiger da. Schüttel mit dem Einwurf ganz easy erstmal hier. Jetzt gleich mal vielleicht hier die Flanke. Die kommt aber nicht an. Die war auch ein bisschen scharf von Schüttel, muss ich sagen. Ein bisschen viel Tabasco drauf. Hajrović oder jemand, den ausspricht. Ich gucke schon wieder nur auf die Namen. Ich muss ein Tor schießen. Ist mir das bewusst? Hallo? Nicht der Gegner. Nicht der... Halbzeit, wie geil. Oh. Alter, da hätte sogar Benaglio nichts gegen machen können. So. Erstmal hier nach hinten. Guila Wugi auf Hand. Rodriguez. Ich drücke nach ganz drüben und er spielt in die Mitte. Es ist so lächerlich. Diese Pass... Dinger, ne? Du kannst einstellen, was du willst, ob du es deaktivierst oder nicht. Der Pass kommt trotzdem auf die Spieler, die du nie im Leben anvisierst bei sowas.
Das ist doch keine Simulation mehr, wenn mir unterstellt wird, einen Seitenwechsel zu machen. Das kann doch nicht sein, ey. Wo sind wir denn? Aber nee, wir machen lieber Preis-Ranges rein, statt wir sowas mal patchen. Ganz ehrlich, ich verstehe.
Stand unseres Sponsors EA Sports am Ausgang 22 neben dem Stadionparkplatz. Dort erhalten Sie